Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Willkommen in meinem Arbeitszimmer. Ihr habt euch ja dieses Video gewünscht und ich wollte euch zeigen, dass man kreativ sein kann, auch wenn man in einem sehr kleinen Eck arbeiten muss. Das ist hier so ziemlich 2 Meter mal 4. Ich habe es gerade ausgemessen, also wenn ich dieses so einen Maßstab hier ausbreite, dann komme ich nicht so ganz auf die 2 Meter, also und in die Richtung geht es ungefähr 2 bis 4 Meter, also 4 Meter sind es. Auf jeden Fall wollte ich euch zeigen, wie man so ganz minimalistisch arbeiten kann und ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen was für euch mitnehmen. Ich habe hier ein Fenster, das ist mein Schreibtisch, da vorne ist mein Computer, ich hoffe, das ist alles für euch in Ordnung so. Wenn ich die Kamera nicht so komplett drehen kann, weil ich sie jetzt hier befestigt habe. Ich habe ein neues Licht, so ein Ringlicht, also es leuchtet hier wahnsinnig. Und ich finde es hier schön hell. Normalerweise habe ich diese Sparlampe hier, wollte ich austauschen. Eigentlich habe ich einen Tageslichtprojektor. Und hier seht ihr, das ist praktisch das, womit ich zeichne. Diese Halterung gibt es unter meinem Video, die habe ich mir bei Amazon gekauft. Damals hat sie 10 Euro gekostet vor einem Jahr. Ich denke, die ist immer noch so günstig und die ist perfekt, weil man diesen Draht so hin und her drehen kann, je nachdem, wie man sich befindet. Ja, und hier habe ich schon so ein bisschen was vorbereitet. Das zeige ich euch im nächsten Video. Und hier zeichne ich so. Und wenn es euch so interessiert, wie das geht. Man kann hier die Kamera ganz normal anmachen. Ich gucke hier drauf, was so zu sehen ist. Drehe dieses so ein bisschen hin und her, wie es für mich bequem ist. Und dann mache ich das und mache die Videos so für euch. Ja, meine Deko, über die wollte ich auch sprechen. Also ich habe so ein bisschen aufgeräumt. Hier gab es bis jetzt Kinderzeichnungen von meinen Kindern. Das finde ich immer sehr witzig. Aber ich habe jetzt mir gedacht, es kann sein, dass ich mehrere Videos hier aus dieser Ecke zeichne, also aufzeichne für euch. Von daher habe ich so ein bisschen ja, mein Logo hier mit meinem Schriftzug. Ihr seht hier Häschen, Kätzchen, auch das Gesicht, den Hund. Das sind alles so die Bilder, die mehr oder weniger jetzt gut ankommen bei euch. Vielleicht kommen die meisten auch über diese Videos auf meinen Kanal. Hier seht ihr ein Bücherregal, da hinten ist auch ein Bücherregal. Also das sind hier so meine ganzen Kinderbücher, die ich selbst illustriert habe. Ich habe ja auch Puzzles für Ravensburger, für Haber gemacht und sehr viele Pappbilderbücher, also vor allem für die Kleinsten. Und hier auf meinem Kanal versuche ich so ein bisschen auch für die Älteren was zu machen, aber nach wie vor so, wie es mir gefällt. Ja? Also ich bin schon jemand, der zwar erwachsen ist, aber ich, ja, ich liebe es einfach zu zeichnen und kreativ zu sein und habe sogar so ein bisschen was vorbereitet. Also ich habe mir gedacht, dass ich demnächst mit euch so ein Journal mache, beziehungsweise über das YouTube-Jahr und es euch am Ende des Jahres dann so ein bisschen vorstelle. Also ich habe wahnsinnig viele Ideen. Zum Beispiel wollte ich euch sagen, falls ihr auch kreativ sein wollt und euer Arbeitszimmer so ein bisschen aufhübschen wollt, man muss nicht viel Geld ausgeben. Ich habe auch mit Absicht dieses Video auch mit Minimalismus in Verbindung gebracht, weil ich der Meinung bin, dass man nicht unbedingt die teuersten Stifte und nicht unbedingt das teuerste Papier braucht, um kreativ zu sein. Und in diesem Fall, wie ihr seht, habe ich hier meine Rahmen nicht gekauft, sondern einfach ausgedruckt, ein bisschen bearbeitet hier und da und meine Bilder hier reingeklebt, sodass man so ein bisschen das Gefühl hat von einer Ausstellung, von einer Galerie, von einem Atelier, aber nicht unbedingt jetzt hunderte von Euro hier ausgeben muss. Und ich habe auch keine teure Kamera, ich benutze eine ganz normale Kamera von meinem Handy, also meine Handykamera, das ist von Huawei und bin momentan recht zufrieden, wobei ich natürlich merke, dass die Videos von der Qualität her ruhig so ein bisschen mehr ergeben könnten, wenn ich mir eine neue Kamera kaufe, aber dazu vielleicht ein andermal. Momentan steht das noch nicht so im Plan
Und ja, mein Papier, ihr kennt es ja, ihr wolltet wissen, welche Papiere ich benutze. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist der blaue Block. Den gibt es auch unter meinem Video verlinkt. Ich finde ihn sehr günstig. Blue Pad sieht man ja. Und ansonsten benutze ich am liebsten, also dieses Papier hier, das ich vorbereitet habe, wo ich ein neues Video mit euch machen möchte. Dieses Papier ist von, sieht man das gut, von Guardi Artistico oder so. Das ist ein Aquarellblock, matt naturweiß, 250 Gramm. Ich zeichne tatsächlich im Block, also ich kaufe mir nicht die Papiere einzeln, sondern im Block. Und ich finde es relativ glatt, es saugt sehr schön auf und es ist aquarellig, hat zwar eine leichte Struktur, aber ich muss für die Kinderbücher letztendlich möglichst wenig Struktur benutzen bei den Aquarellbildern, weil beim Einscannen sieht man diese Struktur und teilweise bekommen das die Verlage gar nicht weg. Also sie wollen das schon schön glatt. Und dieses Papier war letztendlich durch ganz, ganz viel im Ausprobieren, also ich hatte in meinem Leben sehr viele Papiere, teilweise auch Papiere, die nicht mehr produziert werden. Das ist immer schwierig, wenn man ein Papier hat und hinterher, also man hat sich daran gewöhnt und hinterher gibt es das nicht mehr. Von daher kaufe ich auf Vorrat. Es möge die Firma nie pleite gehen, die das produziert. Ich weiß aber nicht welche. Also das ist Guardi Artistico Aquarello, aber in diesem Fall 40 x 60 cm. Ansonsten genauso 250 Gramm. Es sind 20 Blatt drin. Allerdings teile ich das natürlich auf und male mehrere Illustrationen, je nach Formatgröße, mehrere Illustrationen auf diesem Block, bis ich das dann das Papier davon abtrenne. Ansonsten, ja, ihr seht hier, das habe ich selbst zum Beispiel gebastelt. Da habe ich gesammelt am Schwarzen Meer in Sosopo oder Nessebar, habe ich gesammelt. Das sind Muscheln, auch teilweise aus Südfrankreich. Die liebe ich. Und das sind alles meine Pinsel, die ich über die Jahre so gesammelt habe. Und diese Muscheln habe ich auf ganz normale Marmeladengläser geklebt. Hat mir auch viel Spaß gemacht mit Leim. Hier genauso. Hier habe ich Polychromos-Stifte. Ansonsten zeige ich euch meine Keksbox. Also wenn ich in meinen Videos darüber rede, dass ich eine große Stiftensammlung habe, meine ich die. Das sind sehr viele Buntstifte, No Names, Kindermalstifte, das ist sogar, die kann ich alle nicht wegwerfen. Ich warte immer ab, bis die so winzig werden, so wie diese hier. Und dann kann ich die trotzdem nicht wegwerfen, obwohl ich die nicht mehr brauche. Aber dazu habe ich diesen Stiftverlängerer. Also der ist für mich die Rettung. Also wahrscheinlich habt ihr das öfter schon in meinen Videos gesehen. Wenn ich diesen hier so anstecke, dann kann ich noch ein paar Zentimeter sogar retten, wenn man einen guten Spitzer hat. Was ihr immer hört, ist zum Beispiel das hier. Wenn ich spitze, schmeiße ich das immer da rein. Also das ist mein Spitzmülleimer. Das ist eigentlich so ein Gefäß aus Bulgarien, so ein uraltes. Ich glaube, das war mal ein Aschenbecher, aber wir rauchen hier nicht. Und das benutze ich zum Stifte, beziehungsweise so ein bisschen Müll und Spitz, also was vom Spitzen so weggeht und so weiter. Das ist die Box, die hier so liegt. Dann habe ich diese hier Box. Das ist so ein alter Kasten von Polychromos. Hier wird auch alles gesammelt, was ich so brauche. Also ich kann nichts wegwerfen. Hier sind mehrere Radiergummis. Und immer wenn ich irgendwo einen Stift im Kinderzimmer von meinen Kindern sogar finde, den sammle ich auf und weiß nicht, also irgendwie benutze ich den dann doch immer. Ansonsten kennt ihr ja schon meine Faber-Castell-Stifte, die schönen. Und es gibt auch mehrere Stifte, die ich auch sonst benutze. Die kennt ihr, die 10er Color. Die zeige ich euch nicht nochmal. Was ich euch aber noch zeigen möchte, ist zum Beispiel das hier, mein Chaoszimmer. Das seht ihr alles nicht, Gott sei Dank.
Also hier ist alles Mögliche, von Kleber über Da Vinci Pinsel, über Klebestoff und immer wieder so mehrere Lineale oder Schablonen und alles Mögliche ist hier. Was ihr aber vielleicht sehen solltet, ist zum Beispiel das hier. Also ich kaufe meine Fläschchen einzeln, die bestelle ich immer bei Bössner, die Schminke Color. Und die sind, da wollte ich jetzt nicht das Ganze aufs Papier hier, die kommen so einzeln verpackt. Also die werden mir so zugeschickt in diesem Papier, wenn ich sie bestelle. Und die lasse ich drin und benutze sie hier in so einer ganz alten Schachtel. Das sind hier meine Paletten. Aber ich wollte euch meine anderen zeigen. So sehen die nagelneu aus, wenn man die nicht benutzt. Das ist wenig benutzt. Und jetzt zeige ich euch, seid ihr noch da? Das hier. Die sind so richtig verbraucht. Und teilweise kratze ich sie mit dem Messer ab. Die ist sogar schon zerbrochen. Also die sind wirklich schon 20 Jahre alt. Und die benutze ich immer noch. Das sind meine hauptsächlich zu benutzenden Paletten. Die benutze ich nur fürs Video. Nein, also es war so, dass ich mir wirklich nur neu kaufen wollte, weil ich Angst hatte, dass die mir irgendwann unter den Fingern zerbricht und ich dann keine mehr habe. Was ich aber euch als Tipp geben kann, falls ihr keine solche Paletten kaufen wollt oder könnt, ich habe eine Zeit lang so von alten Pralinenschachteln, wenn ihr zum Beispiel Mon Cherie oder was auch immer aufgegessen habt, gut, da sind Kinder unter euch, also auf jeden Fall Pralinen-Schachteln, die Plastikverpackung davon, die könnt ihr als Ersatz. Und man muss aber aufpassen, weil die sehr leicht ist und es kann sein, dass die dann umkippt oder sich verschiebt. Naja, wie auch immer. Hier kommt oft mein Wasser rein. Das sind meine zwei Wasserbehälter. Man sieht auch, wie verfärbt die sind. Das sind ganz normale alte Blumentöpfe. Die wollte ich nicht wegwerfen. Und benutze die bis heute noch, weil die auch sehr groß sind. Und ich fülle die auf mit Wasser, weil so etwas, das ist mir zu klein, persönlich. Also diese Wassermalbehälter, die man zum Beispiel für die Schule verkauft, sowas ist mir zu klein. Ich benutze wirklich Blumentöpfe und die sind auch fest. Also wenn die mal hier stehen, seht ihr die ja, wenn die stehen, die kann man nicht so schnell umkippen. Also mir ist noch nie passiert, dass hier Wasser oder sowas umgekippt ist. Und das ist für mich persönlich sehr wichtig. Ansonsten, was kann ich euch noch zeigen? Ja, das kennt ihr ja schon bereits von meinem Krönchen-Video. Und hier sind die restlichen Farben, was ich mir so bestellt habe. Und der ganze Schrank ist voll damit. Ja, ich brauche viele, weil ich immer wieder mische. Und wenn ein Auftrag kommt mit vielen Farben, also mit vielen Illustrationen, brauche ich grundsätzlich alle Farben, weil ich nie weiß, was ich reinmischen kann. Für den Anfang würde ich euch wirklich empfehlen, von diesen Grundfarben euch welche zu kaufen. 4 Stück reichen, also Cyan, Gelb, Magenta und Schwarz. Man kann aber auch mit 12 super schön schon malen. Ich brauche eigentlich im Prinzip alle Farben. Muss aber zugeben, dass ich zum Beispiel so etwas wie Hautfarbe nie brauche, außer für irgendwelche alten Bäume oder so. Also ich mische die Hautfarbe grundsätzlich selbst. Ob das so gut ist, weiß ich nicht, aber mir gefällt die Hautfarbe von Schminke leider nicht so. Die würde ich am liebsten selbst mischen und Schminke ein bisschen beraten, was die für Farben ausgeben sollten. Ja, und jetzt räume ich wieder das Ganze auf und schiebe das so ein bisschen zurecht in meinem kleinen Eck hier. Was mich sehr großartig rettet, ist das hier. Das kaufe ich bei Bössner. Das ist Künstlerwischpapier. Und ich benutze das wirklich für alles Mögliche hier, was an Pinsel, Farbe. Teilweise wische ich die Farbe so ab, damit ich das in den Müll werfen kann, weil das ja nicht ins Waschbecken sollte nach Möglichkeit. Also das ist etwas, was ich, davon brauche ich ganz viel und es rettet mich und es liegt hier auf der anderen Seite vom Schreibtisch griffbereit. Ansonsten zeige ich euch meine nächste Schachtel. Das ist zum Beispiel das hier, das sind Acrylmalfarben.
Ja, und es ist im Prinzip, also arbeite ich hier auf 4 Quadratmeter. Die restlichen sind Bücherregale mit meinen Büchern, mit Belegexemplaren. Da komme ich jetzt nicht so oft hin, weil das ist praktisch wie so ein kleiner Lagerraum, mehr oder weniger, einfach Bücherregale. Aber das große Arbeiten findet hier statt. Das ist hier auch mein Föhn, der steckt auch schon. Mein Transparentpapier, das habe ich griffbereit. Hier alles am Fenster, also das Fensterbrett nutze ich auch so aus. Und hier kennt ihr bereits, also manche der, also das, was ich für den Videodreh brauche. Und zum Beispiel hier meine neuesten Illustrationen, die stecken dann schon da. Aber da möchte ich ein bisschen was machen, wie gesagt, mit diesem Journal. Das ist sehr in, das ist sehr modern und mich hat das auch total motiviert, weil ich auch andere YouTube-Kanäle anschaue oder auf Instagram Leuten folge, die so schöne Journale gemacht haben. Und ich lagere meine Illustrationen eigentlich in so einem dicken Ordner bzw. in einer Schachtel und die zeige ich auch sonst niemanden. Und ich habe mir gedacht, da mache ich mal was damit. Und ansonsten, meine Lieben, falls ihr Fragen habt, dürft ihr sie gerne stellen. Und ich mache hier weiter jetzt. Ich mache ein Video. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr mir einen Daumen nach oben gebt und ihr mich abonniert und wir uns treu bleiben. Und ich freue mich auf euch. Bis demnächst. Eure Dani. Tschüss.